Hallo, ein dickes Moin Moin aus der Sorry for Gaming Sendezentrale. Hier meldet sich Kamikaze oder Valkyrie zum Dienst oder auch Kamikaze. Und hier haben wir das Tutorial, wie man die Texture Packs verändert. Ja, hier haben wir auf der einen Seite eine alte Version von diesem geilen Texture Pack, was ich in Videos vor diesem Video gezeigt habe. Und das ist das Neuere, was in der Beta-Phase ist und wo der Herr Mapper, der Herr Modder, der hat da ein paar Sachen vergessen. Ja, kann ja, er ist ja auch nur mal ein normaler Mensch, kann ja auch mal passieren. Oder aus was für einem anderen Grund das auch war, aber man kann das natürlich auch andere Sachen machen, dass dir einfach sagt, Mensch, bei Borderlands, Mann, da gefallen mir die Figuren, die will ich unbedingt, will ich die da drin haben. Oder ihr sagt, Mann, aus Mario, die Texturen, die sind klasse, die will ich da jetzt auch rein, aber die Personen, die sind total scheiße, weil eigentlich hasse ich Mario. Ja. Auf jeden Fall für diese Sachen, ne? Jetzt kommen wir zum Spannenden. Hier, Art. Das war falsch. Armor, genau. Bei Armor haben wir nämlich die, Gegenstände, die die einzelnen Personen anhaben, also so, wenn die da so rumlaufen, das sieht man hier. Nein, bitte nicht. Was ist denn das? Was ist denn das für ein Fehler? Aber mein Gott, fragen wir die Computerleistung weiterhin mal ist. Aber diese Meldung nicht mehr anzeigen, du Scheißwichser. Ja, hier haben wir nochmal. Sieht man, dass das nicht die Originalrüstung ist, ja? Auch hier das. Das ist nicht die Rüstung aus Minecraft, das ist hier Centurio von der römischen Legion. Das sieht man dann jetzt eben hier auf der anderen Seite, wenn man da auf Gold 1 klicken würde, da sieht man hier das stinknormale aus Minecraft hat er da drin. So, und dazu kopiert er einfach das hier, zieht da rein und dann habt ihr das aktuelle, ja? Also aus der alten Version in die neue Version. Und dann habt ihr das schon mal aktueller, sag ich jetzt mal, auch wenn die neue Version eigentlich aktuell ist, aber da sind ja so ein paar Sachen drin, die sind nicht verändert. Und das gefällt mir zum Beispiel nicht. So, und ich will euch zeigen, wie ihr das ändern könnt. Dann haben wir das nächste, nämlich der bei den Items, hatten wir bei der Beta-Version hier von diesem neuen Gedönse da, wo die neuen Tierchen da so süß rumlaufen und so. Und das ganze, Hintergrundding ja ganz neues, also das ganze Inventar, haben wir die Gegenstände einfach, Items, ja. Da fehlt hier das einerseits, da ist der Problem aber noch nicht bei mir weggegangen. Also ich muss nicht unbedingt daran liegen, aber ich würde es einfach machen, packt hier die Items, schmeißt auch da in den Ordner rein und dann habt das, ne? Noch nicht ganz. Genau, weil das Ding nämlich noch woanders rumfliegt, nämlich in der GUI. Wenn man nämlich hier guckt, oh, boah, sind das geile Items, die will jeder haben. Mensch, Lava in einem Eimer oder Watter in einem Eimer, Mann. Sattel braucht auch jeder und einen vergorenen Fisch und oh, ist du geil. Aber wird alles im nächsten Patch noch besser, wie ich gehört habe. Was man außerdem auch bei Gronkh sehen kann. Der alte Hund, der schon das neue Texture-Pack hat. Oder so. Was deine Art. So, und hier, wenn man hier Items jetzt aufmacht, dann sieht man, dass, das ist erstens verpixelt und, zweitens, ist das, das Original, ne? Und das Original braucht keiner und deswegen schmeißen wir das da weg. Und packen das Item auch da rein und dann habt ihr die Items schon mal alle perfekt. Natürlich könnt ihr, wie auch schon gesagt, hier bei der Armor meinetwegen einfach mal aus Borderlands das Ding da reinpacken. Nur leider werden euch dann die anderen Items angezeigt. Dadurch müsst ihr dann mit GIMP an dem Bild arbeiten, was ich gleich auch nochmal an einem Bild machen werde, euch einfach mal so zeige. Ne? Dazu geht man dann eben nicht da drauf, sondern hier drauf. Wenn man das nämlich öffnet und das dann meinetwegen öffnet, dann sieht man da den Unterschied. Erstens der Bug. Hier, das ist ja die. Das ist die An. Oh! Nein! Dieses verdammte Wischding, ja.
Also man sieht hier, da sind paar Neuerungen schon drin hier. Das ist ja nicht mehr, sondern hier ist aktueller, sieht schicker aus, ist geiler. Also ja. Hier sieht man zum einen den Bug bei diesem schwarzen Teil, der in der Beta jetzt drin ist, also bei der neuen Version. Dazu kopiert man einfach den da rein. Zeige ich euch jetzt gleich bei GIMP, wie das geht, falls für die, die das noch nicht wissen oder da überhaupt gar keine Ahnung von haben. Ja, das war der eine Bug. Ja, das war der eine Bug, der mir zumindest aufgefallen ist. So, dann macht man nämlich GIMP auf. Die kann man dann getrost wieder zumachen. Muss hier irgendwo wieder diese Scheißdateien finden. Mann, ist das schwierig. Und da packt ihr fürs Erste, macht ihr da erstmal, sagen wir mal, von der alten Version packt ihr das Terran da rein. Dann wird halt hier angezeigt. So, dann braucht ihr aber noch ein zweites Fenster, weil ihr wollt halt ja kopieren und da direkt einfügen. Macht ihr auf Neu und dann macht der Drecksack euch einen scheiß Hintergrundfarbe von Schwarz oder Weiß. Das will aber keiner. Weil wir wollen eine Transparenz haben. Das Problem ist bei mir nämlich aufgetreten, dass ich dann plötzlich statt durchsichtig da bei den Texturen da hinten überall weiß hatte. Also die ganze Map war da quasi weiß in dem Raum, wo ich Fenster hatte und alles Mögliche. Da qualmt einem der Hut. So, dann müssen wir da auf Transparenz stellen. Dann habt ihr da ein neues Fenster und da könnt ihr dann die sozusagen die neue Beta-Kacke da reinpacken oder geile Beta-Kacke, je nachdem, was man von dem Bild da betrachtet. Weil man muss ja jetzt hier so bei dem Werkzeugkasten kann man dann hier den rechteckige Auswahl, markiert hier das Fenster, zoomt ein bisschen Strack und Drehrad da kann man da reinzoomen. Wählt das Kästchen aus. Strike Copy, also Strike C, geht dann auf das andere Fenster drauf, macht Strike V, dann ist das da drin und dann könnt ihr das für professionell da rein verschieben. Zoomt ein bisschen dran, wie ich eben schon gesagt habe, mit Strike. Drehrad an der Maus und dann habt ihr das hier perfekt drin und dann ist alles geil, dann könnt ihr euch auf die Schulter klopfen und dann habt ihr es geschafft. Dann habt ihr zumindest den einen Bug schon mal behoben, so. Und ihr könnt auch natürlich aus allen möglichen Texture-Packs könnt ihr da reinpacken, was ihr wollt oder ihr könnt das auch selber erstellen, dann sieht man ja da, was wozu gehört. Hier zum Beispiel haben mir die ja besser gefallen, dadurch, dann kann man die einmal einkreisen hier. Ach, Mann, ist halt schwierig. Ja. Das sieht schon gut aus. Das müssen wir noch ein bisschen vergrößern. Ach, da. Machen wir wieder Strack C. Klicken wieder auf das andere Fenster. Nee, wir wollen das nämlich nicht da reinkopieren. Wir wollen das nämlich aufs Ganze reinkopieren. Deswegen darf das nicht angewählt sein. Dann müssen wir hier wieder Strack V machen. Das ist drin. Dann können wir es verschieben nach unten. Machen wieder mal Feinjustierung, die wir in diesem Fall sogar noch brauchen, weil das nämlich nicht passt. So, jetzt passt's. Ja. Und hier zum Beispiel noch raus hat mir das Fenster besonders gut gefallen. Dann kann man das hier einfach mal auswählen, das Fenster. Fenster! So. Macht wieder Strack Copy. Nimmt hier den ganzen Bildschirm, wählt den aus mit einem Klick da drauf. Hab dann hier wieder diese Scheiße da drin. Und muss mal verschieben. Oh. Ganz wichtig, diese Transparenz, die man da hinten sieht. Also dahinter diese komischen Kästchen da. GIMP ist außer. Ach, ich pack euch GIMP auch noch drunter. Ist gratis. Klar, mach ich auch noch in den Link rein. Dann könnt ihr ja alle machen da. So, das ist jetzt da drüber. Man kann jetzt das Fenster so lassen, weil wir jetzt einen neuen Rahmen haben. Oder man sagt hier, nö, ich will da lieber so. Da, so sieht ein Fenster viel besser aus mit so kleinen, irgend so was, was da reinragt. Ne? Andere mögen sagen, nö. Und deswegen macht man das lieber so, wie ich das haben will, nämlich entfernen und dann hast du die ganze Kacke da nämlich raus. So. Wenn du irgendwas anderes noch verändern willst, da kannst du hier mit dem ganzen Ding getrost rumbasteln, ne? Ja. Ne? Da.
muss ja erstmal alles erklärt sein. Ja, und jetzt auch wichtig, ich muss die Datei abspeichern, ne? Speichern und auch Konsument wegen Boxen auf dem Desktop. Muss ganz wichtig, das muss Terrain heißen, ne? Terrain, ja? Also nicht irgendwie anders, sondern hier so Terrain, wie das da oben auch steht. Und dann ganz wichtig, .png, das ist die Dateiformat, das Dateiformat und nur da, glaube ich, kann das irgendwie transparent sein oder so, oder keine Ahnung, auf jeden Fall ist das wichtig. So, klicken wir auf Speichern, exportieren den Scheiß, das können wir alles lassen, wie ich das habe, das ist nämlich prima, da wird nichts kaputt gemacht oder so. Klickt da auf Speichern und dann könnt ihr das da alles wieder getrost zuschmeißen, weil das alles scheißegal ist und dann will ich nicht speichern, du. Ja, dann habt ihr hier noch ja das alte Ding da. Außerdem würde ich da vielleicht ein neues machen, wenn ihr das wollt. Eine neue ZIP-Datei. Könnt ihr einfach einen Rechtsklick auf dem Desktop machen, wenn ihr das schon WinRAR meinetwegen installiert habt. Könnt ihr einfach WinRAR ZIP-Archiv machen und dann habt ihr eine neue ZIP-Datei. Wunderbar, könnt ihr umbenennen, alles mögliche. So. Hier haben wir meinetwegen das neue Terrain. Das könnt ihr dann öffnen. Dann habt ihr hier die Windows-Vorschau und dann seht ihr, boah, da ist ja der, da ist ja die Fläche da weg. Da ist ja alles super. Scheiße, ist das Fenster geil. Und was war noch? Ach Mann, dieser Kloppbalken, der gefällt mir doch auch. Ja, und so einfach ist das dann. Ja, und ihr könnt auch alles andere verändern. Ihr sagt, Mann, der Plattenspieler, der gefällt mir gar nicht. Das ist ja aus dem 17. Jahrhundert. Die macht da jetzt einen CD-Player raus, ne? Ja, und dann habt ihr da einen CD-Player, wo ihr dann Schallplatten einlegt. Aber das lacht dann mal den CD-Player Sorge sein. Ja, und ich sag mal Tschüss. Und wünsche euch noch einen schönen Tag und hoffe, dass ich euch damit geholfen habe und ihr jetzt froh seid und im Zimmer rumspringt und euch nicht in den Kopf stößt. Ja, ich beende die Aufnahme hiermit und drücke mal einfach hier mal so auf Pause. Oh, das ist von Camtasia, da kann man super mit aufnehmen, habe ich gehört. Mal gucken, wie das jetzt so ist.